In meinem Projekt Home geht es um Flüchtlinge aus Afrika, genau gesagt aus Nigeria, die nach Deutschland oder nach Europa gekommen sind, um dort Schutz zu suchen. Ich habe die beiden Jungs porträtiert, weil sie bereit waren und auch in der Lage waren, ihre Story zu erzählen. Und das Besondere daran ist, dass ich dort mit Komponenten des Interactive Storytelling gearbeitet habe. Missstände in der Gesellschaft sind für mich allgegenwärtig. Ich beschäftige mich damit, diese zu zeigen und aufzuklären. Ich denke, die Jury hat sich für meine Arbeit entschieden, weil das Thema Flüchtlinge sehr aktuell ist und es so noch nicht porträtiert wurde. Es ist natürlich immer gut, tolles Equipment zu haben, aber selbst mit dem besten Equipment kann man keine guten Bilder machen, wenn die Komposition, der Gedanke und das Gefühl nicht dahinter stehen. Mein Preisgeld werde ich dafür einsetzen, um die beiden Jungs, die mir geholfen haben und bereit waren, ihre Geschichte zu erzählen, etwas zu unterstützen. Einen Teil möchte ich auch spenden. Und wiederum einen dritten Teil möchte ich für neue Projekte einsetzen. Die Menschen, die hier sind, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, die mich unterstützt haben, die mir geholfen haben, meine Projekte umzusetzen und die auch bereit waren, mitzumachen. Und das fand ich ganz toll. Das finde ich ist super einmalig in Ulm. Mein Name ist Chris Büchler. Ich arbeite als Interaction Designer bei Stellar. Das ist eine kleine Firma am Judenhof in Ulm. Und ich bin 29 Jahre alt. Oh, eine Niete. Okay, dann gewinne ich beim nächsten Mal. Hoffentlich.